Update, Counter-Strike. Oh. So, Video, Haya und Binner. Alarm! Alarm! Live-Reaktion im Stream. Counter-Strike is the ultimate test of skill in first-person shooters. Was? For those who want to push themselves and sharpen their game, Premier is the competitive mode that features an active-duty pick-ban system. And now in Counter-Strike 2, the outcome of your Premier matches will drive a new precise Counter-Strike rating. Was? New rating feeds seasonal leaderboards. Rise through the ranks among your friends, in your region, and across the world. But if you feel you're not ready to tackle Premier matches, developing your map pool has never been easier. The pre-existing skill groups are now calculated on a per-map basis. So even if you've global vertigo, was? You still master Mirage. So hone your skills, form your party, and dominate du hast einen mapbezogenen Rank? Habe ich es richtig verstanden? Bonus. Because if you want to climb to the top, you'll have to work. Das ist ein Gauner-Move. Das ist ein richtiger Gauner-Move. Das ist extrem interessant, weil dann hast du eben nicht dieses, ich bin global insgesamt auf Office. Nee. Du musst auf jeder Map global machen. Das ist ja absolut sweet. Das haben sie so gut gelöst, dass du endlich mal in alle Maps reingehst. Nicht immer nur wie Drunken sagt, komm, lass nur Inferno spielen. Drunken, das lasse ich sowas von dem Video. Das schneide ich raus, was ich gerade sage. Aber das lasse ich drin, dass alle denken, du willst immer nur Inferno. Kuss. Und was der Chat eben meint, was ich natürlich nicht verpassen soll oder nicht unkommentiert lassen soll, ist Inferno. Guck mal da. Ach, so ein schöner Baumkrebs. Das sieht geil aus. Das sieht richtig, richtig fucking tight aus. Ich will wissen, ob man hier unten reinsteppt oder ob das nur drauf geschissen ist. Ja gut, das ist jetzt ja... Alter! Guck mal, wie Church aussieht. Holy Freak, boy! Sieht richtig riesig aus. Als wenn es einen Hall hätte. War der Banane-Eingang schon immer so lang und schmal? Der ist zwar ziemlich kurz, aber das war ganz dünn. Kommt mir auch so vor, als wenn diese Passage, jetzt wo du sagst, komisch ist, ja? Das sieht richtig geil aus. Uiuiui. Okay, ich würde sagen, Live-Reaktion zu Ende. Cock! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.